Herzlich willkommen mal wieder zu einer kleinen Produktvorstellung. Hier haben wir Premium Seasoned Level, oder wie auch immer man das spricht. Das nennt man auf Japanisch Kangkoku Nori. Mit anderen Worten koreanisches Nori oder koreanische Seetangblätter. Die gibt's von den verschiedensten Firmen in den verschiedensten Verpackungen in den Supermärkten in der Regel. Und von dem kaufen wir immer mal wieder was, weil die einfach super, super lecker sind. Und das Geheimnis bei denen ist, die sind halt gebraten, nennt man das vielleicht, geröstet, ich weiß nicht, wie man das bei Seetangblättern hier wirklich nennt. Und das aber mit einem Öl und haben so ein bisschen Salz dran, ne? Also die sind nicht ohne vom Salzgehalt her. Aber die sind halt super lecker und die wollte ich euch mal zeigen. So sieht die Packung von innen aus. Da sind jetzt nicht viele drin. Die werden meistens in so großen Paketen verkauft wie hier. Da sind dann irgendwie so 16 Stück oder so drin. Und wenn wir jetzt hier mal einen rausnehmen, dann seht ihr das, ne? So sehen die aus. Die haben so kleine Löcher da drin, sind relativ dünn und ihr seht, wie die glänzen. Und dieses Glänzen kommt ja durch das Öl zustande, in dem die ja, gebraten, gebacken, wie auch immer man das nennen möchte, sind. Meistens ist das Olivenöl oder Sesamöl und die schmecken einfach richtig gut. Hört mal zu, wenn man da reinbeißt, hört ihr dieses Knacken? Mh, die schmecken so gut. Die haben so ein ganz bestimmtes Aroma. Also, die kann man sich definitiv gönnen. Falls ihr also mal in Japan seid, Kangkoku Nori heißt das, steht meistens hier irgendwas auf Koreanisch drauf. Die gibt's in der Abteilung, wo es auch die anderen Seetangblätter gibt. Und das sind so kleine Verpackungen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn man da ein bisschen Reis drin einwickelt. Super, super lecker. Louis isst das auch unglaublich gern, unser Sohn. Also, absolute Empfehlung. So ein kleiner Geheimtipp aus dem japanischen Alltag hier. Mayu hat mich auf die Dinge aufmerksam gemacht, weil sie kannte die logischerweise schon. Und die sind richtig geil. Es gibt auch noch Ajitsuke Nori, aber das stelle ich euch in einem anderen Video mal vor. Das ist auch ziemlich gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal koreanisches Nori hier, koreanische Seetangblätter gegessen habt. Und falls ja, ob sie euch auch so gut geschmeckt haben wie mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solche Alltagsgeschichten aus Japan sehen wollt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.